Hey Leute, ich bin's eurer Schizzy, willkommen zur 17. Folge von Let's Play Minecraft Vanilla. In der letzten Folge haben wir richtig viele Diamanten gefunden, 15, alles richtig gefunden. Aber wir sitzen klein mit halbem Herzen wir und versuchen uns irgendwo hochzukommen. Ohne zu sterben, wir haben halbes Herz, nichts zu essen mehr. Ein Schritt nach oben, wir sind tot. Ein Schritt irgendwo fehlt jetzt. Oder Fackeln zumindest, Fackeln können wir auch nicht mehr machen. Oh, ich glaube, wir kommen nach oben, oder? Muss ich beten. Wollen wir jetzt beten, dass ich hier noch rauskomme. Sieht halt gar nichts, tut mir leid. Alles steht gerade so schief, alles geht gerade schief. Nur vorletzten zwei Sticks. Einen und eine Spezialke gehabt, scheiße. Kurz jetzt den Crafting Table nochmal ab. Oh Gott, das sieht halt gar nichts. Tut mir echt leid. Und wir nerven am Ende echt. Wir haben Glück. Ja! Ja! Wir haben es geschafft, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es gesagt. Oh ja. Oh mein Gott, das war die schlimmste Tour, die ich je in Minecraft gehabt habe. Wirklich, die schlimmste. Die schlimmste Farming-Tour. Haben wir nochmal gestellt? Haben wir umgestellt? Ne, habe ich sogar nicht umgestellt. Echt. So schlimm habe ich noch nie. Sowas habe ich wirklich noch nie gehabt. Dass ich so schlimm gefarmt habe. Und dann mit so wenig Herz, ich habe zu wenig Essen mitgenommen. Definitiv. Ich sterbe jetzt fast mit halbem Herz. Wirklich, 23 Level, wäre tot gewesen, das wäre nicht so schlimm gewesen, 10 Diamanten. Und ganz Eisen und ein Stick Eisen, wie viel Gold? 30 Gold, das wäre schlimm, ist echt heftig gewesen. Richtig kacke gewesen. Ja, zum Glück haben wir jetzt überlebt. Ist auch wieder was gewachsen. Jetzt mal rein was essen. Oh, ätzend. Hat noch was zu essen hier? Also kurz. Safen. War gesaved. Einmal kommen wir nicht. Äpfel haben wir. Sorry. Also Äpfel brauchen wir eigentlich zwar für Goldäpfel oder OP-Äpfel, aber trotzdem. War jetzt eine Hauptsache irgendwas zu essen. Mir was essen jetzt hier. Wie hast du das kaputt gemacht? Dann haben wir auf jeden Fall das. Zack. Und wir nachpflanzen. Zack, zack. Zack. Und dann können wir auch ein bisschen nachpflanzen. Zwei nur, aber besser als nichts. Jetzt erstmal Boote craften. Boote backen zumindest. Craften ist so komisch, wenn man sagt, ich muss Boote craften. Können wir gleich auch ein Achievement. Schönes. Und hat ein Backbrot erzielt, der schief mit. Wir können endlich raggen, ja. Wir können raggen. Wir haben es geschafft. Wir haben es echt geschafft. Oh, war das anstrengend. Das ist so anstrengend. Nervenkitzel pur. Ohne Witz, das war Nervenkitzel. 100%ig pur. Fahren wir das mal ab hier. Gut. Haben wir noch ein bisschen Zuckerrohr, wo wir Bücher und so verzaubern müssen, mit Bücher craften können. Wir müssen aber nicht in diese paar Folgen mal angehen, dass wir zumindest ein paar Kisten machen und sagen ein Leid sortieren. Auch mal dran, ne? Auch wichtig. Noch ein Mehl haben wir. Mein Nasio, das nervt, sorry. Aber genau, Gunpowder ist auch nice.
Und es sind vielleicht. Es ist schon wieder Hunger, ey. Wie schnell geht das? Wir müssen Essensfarmen. Wir müssen echt viel mehr Essen brauchen wir jetzt momentan. Jetzt geht wieder Essen runter. Oh, ey. Hier ist auch eine Höhle, aber ich will jetzt nicht schon wieder in die Höhle reingehen. Das ist wirklich die schlimmste Minentour, die ich hier hatte. Wirklich die schlimmste. Und schlimmer hatte ich eigentlich noch nie. Ich sehe gerade wieder nichts, sorry. Ne, ist eine kleine Mini-Höhle. Gar nicht gesehen, ob da noch irgendwas ist. Müssen wir auf jeden Fall später mal erkundigen. Und jetzt habe ich endlich mal. Es ist wirklich satt mit der ganzen Minerei. Ist ja schon wieder die 17. Folge und jetzt habe ich echt gar keine Lust mehr. Ach, ist ein anderer Ausgang. Das ist natürlich cool, hier kann man direkt rausgehen. Ist ja wieder eine Höhle. Ich bin schon wieder verhungert? So krass ist er, das ist Wahnsinn. So krass. Ich würde sagen, können wir gerne mal direkt eine Dia-Spitzhacke machen oder nächste Folge. Ich hoffe, diese Folge oder nächste Folge Dia-Spitzhacke craften. Also ein bisschen Essen noch suchen, farmen. Dann vielleicht bald Obsidian abbauen können oder ein Crafting-Table und Verzauberungs-Station, alles Mögliche craften können. Und Schild wollen wir auch nochmal craften. Keine Ahnung, wie lange es dauert. Ist jetzt schon wieder dunkel. Seid da, wir müssen schnell. Ich sterbe gleich. Also ich sterbe nicht, aber. Schnell hoch. Nicht sterben. Hat gar nicht gezogen. Toll. Und ich will bestimmt mich haten, weil ich ganz in der Nase kratze. So, 10 Fleisch haben wir noch. Den Rest müssen wir leider essen. Wir müssen da rein hier. Wird schon mal schön lecker gebraten. Und dann ist die Frage, wie craften wir jetzt? Ich glaube, Leder haben wir 10. Perfekt. Dann haben wir Zuckerrohr. Haben wir gerade reingetan. Habe ich gerade da so reingetan. Brauchen wir noch dafür Zuckerrohr? Was braucht ihr mir noch für Bücher? Ach genau, das war glaube ich das alles. Dann macht man das. So. Brauche ich so dann. Genau. Brauchen wir aber 5 Bücher. 5 super Bücher. Erstmal weg nochmal was vorgefutet sind. Ganz cool, dass er mir rausguckt so. Dass andere Spieler verschönert werden, dass es besser aussieht. Läuft auf jeden Fall. Genau. Ein bisschen Fleisch noch. Genau, müssen wir direkt nächste Folge. Ich komme gerade auf Craft, müssen wir eine Dierspitzhacke. Die Mann sind da. 1, 2, 3. Komplizierte Rechnung. Genau, 3. Sub und Sub. Diamantspitzhacke. Ich will mal lieber hier so hin, nur hier so hin. Genau, Diamantspitzhacke, 23 Level müssen wir auch spielen, mal irgendwas verzaubern. Deswegen haben wir schon Bücher direkt für, genau, für direkt gesammelt. Direkt schon mal, sozusagen, Bücher verzaubern können, für 4 Stück. Oder halt, direkt so halt ein Verzauberungstisch brauchen wir natürlich dafür. Verzauberungstisch machen können. Hier drinne. Genau, das würden wir auch machen, können wir in der nächsten Folge dann irgendwie machen. Auf jeden Fall voll für Rohstoffe. Dann können wir in der nächsten Folge, gehe ich mal kurz mal schlafen. Und in der nächsten Folge werden wir dann höchstwahrscheinlich dann erstmal ein bisschen Obsidian farmen, das wird wahrscheinlich eine Folge dauern. Ich weiß nicht, wo ich Lava finde. Das ist mal Lava, ich glaube, da hinten war Lava. Irgendwo müssen wir irgendwo Lava finden. Irgendwie in eine Höhle gehen, aber Höhle weiß ich nicht, ob der irgendwie hin möchte. Wir haben schon 3 Lava-Armee, 3 Eimer hier im Inventar. Dann gehen noch ein paar mehr craften, dann kommen craften noch ein paar. Craften noch ein paar mehr Eimer. Dann müssen wir schon was haben. 6 Eimer müssen wohl reichen. Wasser haben wir ja genug hier. Also für Lava erstmal. Genau, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Pause werden. Das war jetzt die 17. Folge. Ich hoffe, es schon. Haut rein, Leute, und ciao, ciao.